Hallo und herzlich willkommen bei Tech Bros. Im heutigen Video gibt es Unboxing zum DualShock 4 Wireless Controller für die PS4. Das Ganze ist in der Farbe Blue Crystal, wie ihr sehen könnt, und gibt es für 59 Euro bei Saturn Media Markt und überall, wo es halt Elektronikzubehör gibt. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Wieso habe ich mir das gekauft? Ich habe eh noch einen zweiten Controller gebraucht, weil der andere angefangen hat, ein bisschen rumzuspacken. Deswegen bin ich heute in den Saturn gefahren und habe mir mal einen ausgesucht. Da gab es auch noch das Ganze in nur transparent, also durchsichtig, und einmal in rot transparent und dann halt die üblichen Farben rot, blau, weiß und schwarz natürlich. Packen wir das Ganze hier mal aus. Und wie ihr schon sehen könnt, das Ganze schaut richtig geil aus. Also das Blau macht richtig was her. Vor allem hier noch, dass es diese dunkelblauen Akzente gesetzt wurden, also diese hellblauen Akzente, aber nicht in durchsichtig, schaut cool aus. Hinten die Farbe in so Babyblau gehalten, geht schon fast ins Türkis. Also ich finde, der schaut mega aus. Vor allem, wenn der Controller vibriert, sieht man ja hier die Vibrationsmotoren, die bewegen sich dann, das schaut auch ziemlich cool aus. Hier haben wir zum Vergleich mal einen normalen schwarzen, der ist ja bei jedem Standard dabei und ich meine, ihr seht ja selber, ist natürlich Geschmackssache, welche Farbe man sich holt. Aber ich finde, der blaue hier schaut richtig geil aus. Wie gesagt, für 59,99 bei Mediamarkt, sonst ist alles gleich. Das ist das neue Touchpad, also sprich, hat hier oben diese LED-Leiste mit dazu. Nicht so wie die alten, die es nur hier hinten haben. Und leider ist in der Verpackung kein Ladekabel dabei, wie immer. Würde mich natürlich freuen, wenn mal eins dabei wäre. Aber irgendwo müsste ja jeder mal sparen. Und ja, das soll es gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Controller findet. Ob ihr auch so einen Crystal Controller habt und mit was ihr so zockt, oder ob ihr schon die neuen Controller habt, diese Pro Controller da mit den zusätzlichen Tasten auf der Rückseite. Dann soll es das für dieses Video hier gewesen sein. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao!